I am live. Okay. Hallo, ich lese in Deutsch. Life in Spirit. Das Leben im Nachleben. Das ist der Harry Edwards. Der lebte von 1893 bis 1976. Und dieses Buch war auf seine Erfahrung geschrieben. Er heilte viele Menschen, die als unheilbar erkannt wurden oder genannt worden von der medizinischen Fakultät, und er gründete ein Heilungscenter in Guildford in Surrey in 1947. War sehr bekannt zu den Zeiten und hatte der medizinischen Fakultät oftmals angeboten, doch Patienten zu ihm zu schicken, aber das haben sie nie angenommen. Wir sind jetzt hier bei Kapitel 8. Ich habe Kapitel 7 gestern zu Ende gelesen, der lebende Rhythmus. Wir sind jetzt hier im Kapitel Nummer 8, Reception in the Spirit Realms. Die Rezeption oder das Willkommen in der Nachwelt. Nicht einer von uns weiß, was genau passiert, wenn die Zeit kommt für unsere Transition in das Nachleben. Und tatsächlich sind dort Leute, die sagen, dass das Leben mit dem letzten Atem zu Ende ist. Ein Verwandter hat mir einmal gesagt, wenn es so ist, wie du das sagst, dann gibt dir dein Glaube viel Glücklichkeit und Kontemplation auf ein Leben, das nach diesem erscheint. Und wenn es nicht stimmt, dann was macht es schon? Es kann sein, dass dieses vielleicht eine Kontribution ist oder ein Zugang ist, zusätzlicher Information ist für das Überleben oder für das Survival Point of View, für den Ausblick des Überlebenden. Als ich den Gedanken hatte, ein Buch zu schreiben über das Leben im Nachleben, hatte ich keine Ahnung, was ich schreiben sollte, abgesehen von einigen generellen Ideen, und die waren recht dürftig. Ich hatte keinen Plan in Gedanken, als ich das Papier in meinem Schreibmaschine tat und den Titel schrieb. Und dann das Wort Vorwort. Und das ist es, wie es hier ist, jetzt in diesem Buch gedruckt. Als nächstes kam Kapitel 1. Und so fingen meine Gedanken an zu fließen. Also schrieb ich sie mit dem Indexfinger der rechten Hand. Das erste Mal, was ich geschrieben habe, war in einem Zelt am Ufer der Tigris in Bagdad vor 60 Jahren, und ich hatte seitdem nicht viel weiter geübt. Meine Schreibmaschinenfähigkeiten sind voller Fehler, und wenn ich es übersehe hinterher und die Seite überprüfe, bevor ich meine Sekretärin bitte, es doch vernünftig zu machen, da sieht es dann schon aus wie eine Schlacht mit ausgestrichenen Worten und Korrigierungen. Ich hatte keine Liste von Kapiteln oder Themen zu Hand. Wenn ein Kapitel fertig war, fing ich mit dem nächsten an. Und ich fragte mich dann, was ist das nächste? Und wenn ich mich an die Schreibmaschine setzte, da kam dann die Antwort. Also, ob dieses Buch reine Imagination oder Vorstellung ist, das von meinem aktiven Computergehirn kommt, oder ob ich es erhalte in meinem unbewussten Zustand von Gedanken und einen Fluss von intuitiven Gedanken,
von einer anderen Quelle. Das wird dann in mein Gehirn gegeben, in meinen Verstand und Gedanken. Und diese Gedanken forme ich in Buchstaben und in Worte. Oder ob es eine Vermischung von beiden ist. Ich weiß es nicht. Was ich weiß mit Sicherheit ist, dass Heilung und mein Bewusstsein, das sich dann mit Einklang bringt, zu der Quelle dieser Heilung. Ich erhalte intuitive Gedanken, Direktionen, Gedanken durch Diagnose des Patienten, dessen Beschwerden. Oft ist es nicht die Stelle, die wehtut. Ich erhalte auch Ratschläge und Direktionen, die ich dem Patienten weitergeben kann. Besonders diese unglücklichen Menschen mit traurigen Gedanken. Um ehrlich zu sein, meine Arbeit hätte nicht stattfinden können, hätte ich nicht die Fakultät des Einklangs, des Attunement, mit denen ich meine Gedanken öffne, um weitere Intelligenz zu erhalten, die mit mir in Einklang sind. Und es folgt dann, dass mein Gedanken, mein Verstand dadurch in der Lage ist, diese Direktionen und Gedanken zu bekommen und darauf zu handeln. So, ob die Gedanken, die ich schon ausgedrückt habe und diese, die jetzt noch kommen werden, wortwörtlich geistlich wahr sind oder die Fortschritte meiner Imagination oder beides. Wer kann sagen, was genug ist, dass die Möglichkeit besteht und dass wir vielleicht hier durch dieses Buch ein Bild bekommen können über das Leben im Geist, Dimensionen. Oder zumindest einen Einblick, was unsere Zukunft vielleicht bringt. Zumindest hoffe ich, dass dieses Buch Food for Thought nahrhaft ist für Gedanken und Diskussionen und vielleicht das sogar ganz sogar zu lesen. Auch wenn es amüsiert für den sarkastischen oder skeptischen Gedanken oder dem, der sich über diese Dinge erhaben fühlt. Als Mitglied der menschlichen Familie sind wir alle so verschieden, in einigen Aspekten fundamental verschieden. Und es ist unvernünftig auszudrücken, dass wir als Gemeinschaft eine große Karawanserei sind für das Haus der Seelen. Oder sagen wir mal, dass ein Aborigine, ein Ureinwohner, diesen Platz zwischen den Nuklearphysicisten findet oder zwischen den Eskimos und zwischen der weiten Varietät auf diesem Planeten. Es ist eine natürliche Erfahrung zu erwarten, dass, sagen wir mal, der Durchschnittsleser dieses Buch seine oder ihren Eintritt in das Nachleben sich ähnlich abspielt, wie es mit John ist. Bei der Ankunft wird der Neuankömmling seine oder ihre Geliebten finden. Diese würden schon vorher Nachricht bekommen, dass der Freund oder Mann oder Verwandte kurz vor der Ankunft in das Nachleben steht. Eine allgemeine Erfahrung ist es wert, hier
zu erzählen. Dieses kann vorkommen, wenn eine Person nahe dem körperlichen Tod ist. Das ist, wenn der Kranke plötzlich sich bewusst wird über die weitere Dimension und Verwandte oder Familie, die jetzt schon gestorben sind, sich bemerkbar machen. Zu dem Kranken. Der Kranke kann mit ihnen kommunizieren. Für den Kranken sind sie mehr wahr und real als die Lebenden, die sich um sein Bett vielleicht ansammeln. Es ist möglich, dass in diesen Fällen der körperliche Körper zu einem bestimmten Grad noch am Leben ist, aber dass der Geist des Patienten schon den Körper verlassen hat. Und so ist es in allgemeinen und gewöhnlichen Dingen. Ein Neuankömmling wird willkommen geheißen bei denen, die sich um ihn kümmern und die ihn lieben. Und die haben die Verantwortung, den Neuankömmling anzunehmen und ihm oder ihr zu helfen, eine einfache Transition und Einführung in das mehr reale und immerwährende Existenz zu zeigen. Es ist logisch, dann hier zu beschließen, dass wenn die Zeit kommt für die Änderung, die gemacht werden muss, und der Verlassene geht über in die neue Welt, das bedeutet nicht, dass diese sofort ein Engel werden, voller Grace, voller Würde und dass sie unendliche Weitheit haben. Der Neuankömmling wird mehr wissen, als er vorher gewusst hat. Er wird aber noch seine Persönlichkeit wie vorher haben. Dinge, die sie mochte und Dinge, die sie nicht mochte. Die Erinnerung von den vergangenen Erfahrungen, die Lieben und Ambitionen, die werden noch da sein. Man ist sich selbst, abgesehen davon, dass man die Geliebten hinterlässt im Haus, dass man sein Bankkonto hinterlässt und sein Auto und alle erblichen Besitztümer. Seine größten Schätze werden diese sein, die Taten von Freundlichkeit und Liebe gewesen sind, die sein Gewissen ihn benötigt, die sein Gewissen ihn geraten hat, zu tun. Auf der anderen Seite wird sein Wissen auch einschließen, den Schmerz, den er vielleicht verursacht hat. Davon muss man sich reinigen durch Retribution. Ich weiß nicht, was das im Moment ist. Davon muss man sich reinigen und das zu bekennen. Es ist wahr, dass der immerwährende Kampf des Guten gegen des Böses weitergeht und es folgt, dass eine Heilung ist auf der Seite Gottes einfacher und Güte und Freundlichkeit ist hier gang und gäbe. Es ist vernünftig, dass man erwarten kann, dass Präparationen gemacht werden, um alle Eventualitäten einzuschließen und damit zu handeln, was auch immer die Probleme sein würden von dem Neuankömmling, der sich hier dann befindet zwischen dem Spirit, zwischen den Geistern im Nachleben. Es ist einfach zu sehen, dass wenn eine ältere Person, die vielleicht länger schon krank gewesen ist und dessen Ausblick auf das Leben sehr schwach geworden ist und trübe
dass diese mehr Hilfe brauchen und liebende Arme und Ruhe, um sich zu erholen und dem Gedanken zu helfen und langsam diese neuen Dinge zu akzeptieren, damit der Neuankömmling, der besonders leidet, neue Kräfte finden kann und sich bewegen kann und dann kommunizieren kann mit denen, die nach ihm sehnen. Wahrscheinlich werden dort Liebende, die schon vorher gestorben sind, sein, die willkommen heißen und den Neukömmling schon kennen. Und so wird er sanft oder sie sanft zu ihrer Stärke zurückgebracht, um die Schönheit hier anzuerkennen und die wunderbaren Dinge hier im Nachleben. In unserer Zeit gerechnet auf der Erde dauert es vielleicht eine Weile, aber im Nachleben kann es schnell vergehen. Fast keine Zeit vergeht. Hier existieren keine Uhren und keine Dunkelheit. Es gibt keine Saison. Die Jahreszeiten sind dieselben. So, mache ich hier mal Schluss. Heute ist der 21. Dezember und es ist die Wintersolstice und ich mache heute Abend einen großen Event hier in Dorset. Ich wünsche einen schönen Samstag. Es ist nicht Samstag, es ist Mittwoch.